Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Anniversary Edition. Unser Held Edelicios war gerade beim Verkaufen und nun sind wir zurück im Minoanischen Labyrinth. Ich habe mich gerade ein bisschen informiert, was ich noch so brauche, um endlich mein erstes Artefakt zu craften. Da fehlt noch ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Ich freue mich drauf, wenn es mal klappt und ich ein paar Bonuspunkte dadurch kriege, weil diese Artefakte scheinen doch ganz gute Werte zu haben, nicht wahr, Scath? Apropos Scath, schaut mal in die Kommentare. Die letzten Folgen haben ziemlich schöne Kommentare hinterlassen. Ich hatte zumindest meinen Spaß, ihr hoffentlich auch, wenn ihr mal da reinschaut. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch was in den Kommentaren zu schreiben. Ich freue mich immer über Tipps, über Meinungen, über eure Geschichten und Ideen. Also her damit. Da hier das Feuer angegangen ist, nehme ich mal an, dass ich hier lang sollte. Da hinten ist ein Brunnen der Wiedergeburt, da gehe ich mal hin. Macht. Und die Kampfmarkierung wurde aktiviert. Jetzt werde ich nochmal kräftiger reinhauen. Was ich aktuell auf jeden Fall noch brauche für ein erstes Artefakt ist reines Gefieder. Ich habe zuletzt ein erstes Teil gefunden und da brauche ich noch zwei weitere. Mal gucken, ob ich da heute vielleicht an so ein weiteres Teil komme. Wow. Wow. Die sind aber weit geflogen. Ah, ist das herrlich. Mit A alles einzusammeln ist echt das Beste, was ich entdeckt habe bei dem Spiel. Und natürlich der Tipp von Scath, dass ich mit X nur die wichtigsten Gegenstände angezeigt bekomme. Hier war ich doch schon, oder? Stopp mal, da hinten komme ich sogar rein. Habe ich das nicht gesehen? Hier ist nämlich ein Eingang. Ah, da, ja. Ah, schön. 10 Soldaten. Okay, das Ding hat jetzt kaum Schaden gemacht. Aber, oh ja, ich finde es interessant, dass diese Feuerbälle wohl abprallen und dann da, wo sie landen, noch Schaden machen. Mal, ob ich irgendeine Truhe verpasst habe. Scheint nicht so zu sein. Die Fallen ignoriere ich jetzt mal getrost. Aber wie cool ist das denn, dass es da runterfällt? Hallo! So, ich sehe jetzt auf der Karte mehrere Brunnen der Gesundheit. Der eine ist jetzt verschwunden. Ich freue mich ja wirklich sehr, dass in den Kommentaren mittlerweile richtige Memes entstehen. Dass euch da die Mühe macht, Bilder zu photoshoppen.
Es ist immer eine große Freude. Ich hoffe, dass ihr euch damit auch gegenseitig erreicht. Aber ihr hattet da ja schon schöne Ideen zu Tritons Kamm und jetzt auch zuletzt. Das Bild von Scath hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ach, und ich habe noch einen sehr netten Kommentar von... Sekunde, ich werde mir hier mal kurz raustammen, deswegen wird der Sound kurz verschwinden. Und zwar hat mir der gute Lefocus ZZ geschrieben, dass er sich das Spiel jetzt auch geholt hat. Das hat mich sehr gefreut, dass mir Leute zugucken, die dann das Spiel im nächsten Moment auch kaufen. Das freut mich. Ich will nicht sagen, dass ich dann irgendwie daran beteiligt bin, dass sie es kaufen, aber mich freut es einfach, dass da einfach die Community so nah beieinander ist, ja, und dass die Leute auch wirklich Bock auf das Spiel haben. Außerdem hat er gefragt, ob wir zusammen zocken, und da bin ich gerade so, dass ich eher Nein sage. Ich hätte schon Bock, das Spiel auch zusammen zu zocken, weil es im Multiplayer natürlich nochmal was anderes ist. Aber ich habe schon so wenig Zeit, das Let's Play aufzunehmen, dass ich das ungern dann mit solchen Multiplayer-Geschichten in Gefahr bringen wollen würde. Zumal ich andere Spiele habe, die ich lieber Multiplayer spiele. Unter anderem... Oh. Unter anderem Rocket League natürlich. Ab und zu spiele ich noch Awesome Nauts. Und ein bisschen Counter-Strike Global Offensive. Ah, ich bin gerade gut am Sterben. Sehr gut. Ich verstehe die Map hier nicht so richtig. Entweder ist das ein Bug oder es soll wirklich so unübersichtlich sein, weil es ein Labyrinth ist. Keine Ahnung. Oh, was habe ich denn da noch eingesammelt? Da war doch irgendwas Interessantes dabei, nicht wahr? Dachte ich zumindest. Nee. Ah, da. Das habe ich gesucht. Essenz des goldenen Vlieses. Sehr gut. Entschuldigung, ich dachte, hier geht's lang. Hier ist auch keine Wand. Oh, da ist ein Brunnen der Wiedergeburt. Da wollen wir hin. Gladius der Vernichtung wird nicht liegen gelassen. Und da ist unser Brunnen der Wiedergeburt. Und das wird ein sehr kurzes Let's Play, weil ich an dieser Stelle eine kurze Pause mache. Vielen Dank fürs Einschalten und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben und mir das Gefühl zu geben, dass ihr mehr davon sehen wollt, weil dann gibt es auch mehr davon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.